Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Strategisch Handeln oder Traden mit dem Stereo Trader. Und ja, bei uns eine Premiere. Ich freue mich, dass wir dieses Jahr neue Webinare mit Timo Kusiol veranstalten dürfen und können. Und vielen Dank dafür schon mal, Timo. Freut mich sehr. Und ja, falls Sie mich noch nicht kennen, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und betreue unter anderem auch die Webinare hier bei uns. Bevor ich an den Timo übergebe, müssen wir auch hier an der Stelle den Risikohinweis kurz besprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, was uns Timo heute zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, ganz wichtig. Wenn Sie sich die Aufzeichnung gerade anschauen, dann können Sie natürlich auch kurz pausieren. Okay, dann lieber Timo, dann übertrage ich jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß und ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist. Alles klar. So, ich denke, man sollte mich sehen, man sollte mich hören jetzt. Ja. Super. Gut, dann auch von mir einen schönen guten Abend zusammen da draußen und vielen Dank an dich, Nelson. Am besten, ich stelle mich mal kurz vor, weil es sind bestimmt auch einige dabei, die mich vielleicht noch nicht kennen. Mein Name ist Timo Kosiol. Ich bin seit 1999 an der Börse aktiv, lange Zeit nur im Aktientrading. Und seit 2015 etwa sind auch die CFD, Forex und die Future-Märkte hinzugekommen. Ich bin Softwareentwickler, habe mehrere Programme geschrieben. Unter anderem auch mehrere Add-ons für den Stereo Trader und ich bin auch in dem Stereo Trader Entwicklerteam unterwegs. Was ich so bezüglich Stereo Trader oder Add-ons mache, kann man unter anderem auf www.daytradertools.de sehen oder ich bin auch auf diversen Social Media Kanälen unterwegs, sei es Twitter, Facebook und was es da alles gibt. Und das findet man unter social.daytradertools.de. Gut, kommen wir zum heutigen Webinar. Oder besser gesagt, starte ich mal. Moment, ich muss hier mal kurz den Bildschirm umschalten. Und zwar so, wir fangen heute an, oder besser gesagt, heute ist das Webinar-Thema strategisch traden mit dem Stereo-Trader. Und das Ganze ist eine Webinar-Reihe. Und da gibt es ein paar Teile, und zwar das nächste Webinar ist automatisiert Traden mit Ghost und Teil 1 und Teil 2, jeweils am 28.01. und 2.02. sowie am 25.02. Risiko und Money Management beim Grid Trading oder beim strategischen Trading. Das ist so die Reihe, die ich jetzt hier bei FX Flat oder mit FX Flat präsentieren werde. Und heute ist, wie gesagt, der erste Teil. Wenn man sich die Frage stellt, strategisches Trading, kommt natürlich erstmal die Frage auf, ja, was ist denn überhaupt strategisches Trading? Und das werde ich heute versuchen, in dem Webinar so ein bisschen zu beleuchten, so ein bisschen zu zeigen. Ich versuche zu zeigen, okay, wie nutzt man strategisches Trading und auch vor allem, wann nutzt man strategisches Trading, wann macht es Sinn, strategisches Trading einzusetzen? Wenn wir von strategischem Trading reden oder fangen wir mit der Frage an, was strategisches, schwieriges Wort, strategisches Trading ist, dann ist die Frage, okay, was ist das überhaupt und wie kann ich das nutzen? Und wenn wir uns mal einen Trend anschauen, so wie hier, das ist so eine vereinfachte Darstellung, sieht das ja immer alles ganz einfach aus. Wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend mit hier einer 1, einer 2, einer 3. Haben hier wieder eine 2, 3, 3 und so weiter.
Und es ist ja ganz einfach, in so einem Trend sagt man ja immer, okay, ich warte die Korrektur ab und ich lasse mich jetzt hier irgendwie oder gehe jetzt hier in den Trend rein und versuche die Aufwärtsbewegung, die Trendfortsetzung mitzunehmen. Mein Stop kommt hier unten hin. Das ist ja in so einer schematischen Darstellung oder so einer Trenddarstellung immer ganz einfach auf den ersten Blick. Aber wir wissen ja alle, die Realität sieht so ein bisschen anders aus, weil in der Regel läuft der Kurs nicht so einfach, wie es jetzt hier dargestellt ist, sondern im Prinzip läuft der Kurs ja eher so. Das heißt, wir haben hier immer noch einen Trend, der existiert, also der jetzt so geht. Aber das so anhand des Kursverlaufes so zu sehen, einzuschätzen, ist natürlich schon weniger einfach oder nicht, um besser gesagt, schwierig. Und die Frage ist auch dann, wenn ich quasi nur diesen Trendverlauf hier, also ohne diesen Trendverlauf hier, wenn ich nur den Kursverlauf sehe, besser gesagt, dann ist die auch die Frage, ja, wo gehe ich denn rein? Wie gehe ich rein und wo setze ich überhaupt meinen Stop hin? Das ist dann schon gar nicht mehr so einfach. Und wenn ich mir die Kerzen noch dazu nehme, dann sieht das Ganze nämlich so aus. Ich habe hier immer noch meinen Trend von eben, aber ich habe jetzt hier eine Struktur mit ja, sehr viel Rauschen. Und da kann uns strategisches Traden helfen, dieses Rauschen zu eliminieren, beziehungsweise in diesem Rauschen auch besseren Ein- und Ausstieg zu finden. Kommen wir zurück auf unsere Ursprungsfrage, was ist jetzt strategisches Trading? Und da fangen wir mal an, indem ich sage, ich möchte gerne long in den Markt gehen und ich lege mir eine Order jetzt hier auf die 13.200 hin. So. Die erste Frage, wo kommt der Stop hin? Da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, ne, hier unter diesem letzten Spike oder jetzt hier quasi unter das letzte Trendtief sozusagen. Die Frage ist nur, ne, wenn ich jetzt hier den Stop hinlege, habe ich halt nur eine sehr kleine, sehr geringe Spanne. Und wenn ich den Stop jetzt hier unten hinlege, muss ich die Positionsgröße drastisch runterdrehen, damit ich nicht zu viel in den Verlust laufe, falls der Kurs doch hier unten durchfallen sollte. Dreht der Kurs kurz vorher, so wie hier zum Beispiel, ne, gehe ich mit meiner Positionierung leer aus. So, man kann das Ganze aber auch anders machen, indem man sagt, okay, ich gehe nochmal einmal zurück, ich habe hier eine Positionsgröße von 10 Kontrakten und ich teile jetzt meine 10 Kontrakte einfach in 10 Einzelorders auf, so wie hier, und baue das Ganze um meine Einstiegsmarke herum auf. Also ich habe hier meine 13.200 und verteile 10 Orders mit jeweils einem Kontrakt um dieses Preislevel herum. Das Ganze, wenn ich das so mache, nennt man auch Grid, ein Order Grid. Und der Vorteil bei dieser Geschichte ist, dass ich nicht mehr einen punktgenauen Einstieg benötige. Das heißt, mein Einstiegslevel ist ja 13.200 hier, aber das muss nicht mehr punktgenau erreicht werden. Das heißt, selbst wenn der Kurs jetzt hier vorher drehen sollte und dann hochgehen sollte, bin ich dabei. Und selbst wenn der Kurs hier ein bisschen weiter runterfallen sollte, bin ich immer noch dabei, beziehungsweise sammle mehrere Orders ein. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn ich nicht mit einer einzigen großen Position reingehe, sondern mit mehreren kleineren Teilpositionen, ist, dass ich eine größere Punktespanne oder einen größeren Bereich abdecken kann. Hier. Mit gleichem oder geringerem Verlust. So, was heißt das jetzt genau? Also gehen wir doch mal davon aus, ich gehe jetzt mit einer Order in den Markt, einem Kontrakt, ich hier in den Markt und lege meinen Stop-Loss auf 30 Punkte und meinen Take-Profit auf 60 Punkte. So, sollte der Kurs jetzt hier runterlaufen, hier mein Stop-Loss greifen, habe ich entsprechend 30 Punkte Verlust, was dementsprechend auch 30 Euro entsprechen würde. Und ich habe eine Spanne abgedeckt, hier diesen Bereich von 30
Punkten. Das heißt, in diesem Bereich kann der Kurs drehen, reagieren und entsprechend dann in meine Richtung laufen und hoffentlich meinen Take-Profit erreichen. So, mache ich das Ganze jetzt mit Einzelorders. Das heißt, ich lege mir wieder oder ich teile meine Position wieder auf, diesmal in 5 Orders mal 0,2, bin ich auch bei einem Kontrakt. Und entsprechend, ich habe hier wieder 30 Punkte SL. Das heißt, ich habe hier auch einen Spielraum von 30 Punkten, wo der Kurs reagieren kann, wo der Kurs drehen kann. Ich habe jetzt in diesem Fall aber nur 21,50 Euro Verlust. Das heißt, ich habe dieselbe Punktespanne abgedeckt, habe aber durch diese Aufteilung, durch die Aufteilung in mehrere Einzelorders, einen geringeren Verlust. Nochmal zum Vergleich, hier waren es 30 Euro Verlust bei 30 Punkten und hier sind es 21,50 Euro Verlust bei ebenfalls 30 Punkten. So, nun habe ich ja gesagt, ne, mit meiner Einzelorder, ich bin bereit, wenn der Trade nicht aufgeht, 30 Euro zu verlieren, kann ich auch Folgendes machen. Und zwar, ich kann die Grid-Abstände bzw. die Abstände hier zwischen den einzelnen Orders entsprechend vergrößern. Das hat in diesem Fall zur Folge, dass ich hier einen Stop-Loss von 50 Punkten setzen kann. Und aber ebenfalls nur 30 oder in dem Fall 31 Euro riskiere. Das heißt, ich habe hier aber einen Spielraum von 50 Punkten, wo der Kurs reagieren kann, wo der Kurs drehen kann. Und entsprechend kann ich so dieses Marktrauschen, was ich eben meinte, besser einfangen und auch irgendwelche Phishing-Geschichten. Wenn jetzt zum Beispiel der Kurs jetzt hier runtergehen sollte, einmal hier unter dieses Tief und dann geht er doch wieder hoch, kann ich so entsprechend auch mit abdecken, wenn ich einfach ja, mit Grids arbeite und entsprechend mit Teilorders arbeite. Also nochmal zusammengefasst, ich kann eine größere Punktespanne, größeren Bereich abdecken bei gleichem oder fast gleichem Wertverlust bzw. Euroverlust. So, was ist noch ein Vorteil, wenn ich diese Methode benutze? Diese Methode hat noch den Vorteil, dass ich immer näher am Break-Even bin. So, ich gehe jetzt mit meiner ersten Order hier in den Markt bei 13.156. So, wird jetzt hier meine zweite Order gegriffen, wandert automatisch mein Break-Even ungefähr nach hier. So, geht der Kurs noch weiter runter und greift meine dritte Order. Geht der Kurs, der Break-Even ungefähr nach hier. Das heißt, bei der zweiten Order sind wir bei Break-Even bei 13.151, dann 146, 141 und 137. Das heißt, je mehr Orders ich hier unten einsammle, desto weiter nach unten rutscht auch mein rechnerischer Break-Even. Wenn ich jetzt mit einer Einzelorder hier oben reingehen würde, bei der 13.156 und der Kurs würde jetzt hier runterlaufen und würde jetzt zur 1.13 laufen und meine letzte Order quasi greifen, wäre ich in dem Moment schon bei einer Einzelorder ja mit 43 Punkten quasi in den Miesen und hätte schon minus 43 Euro oder stände schon mit minus 43 Euro hinten. Und um überhaupt wieder Break-Even zu kommen, überhaupt wieder auf Plus-Minus-Null zu kommen, muss der Markt schon 43 Punkte retracen. Erst dann bin ich wieder bei Plus-Minus-Null. Mache ich das Ganze doch mit Teilorders, mit Einzelorders. Und der Kurs würde entsprechend hier bei der 13.113 landen. Wäre ich in dem Fall nur minus 24 Punkte hinten, beziehungsweise minus 24 Euro. Und das heißt, der Kurs müsste viel weniger tracen, bevor ich wieder auf plus minus null bin oder sogar im Gewinn bin.
Und selbst wenn der Kurs jetzt nicht wieder komplett hochläuft, sondern jetzt läuft er so und dann läuft er wieder ein Stück hoch, dann habe ich trotzdem weniger Verlust, weil ich näher am Break-Even bin und ich kann mir immer noch entscheiden, okay, gehe ich jetzt raus, weil es macht so keinen Sinn, da kommt jetzt kein Druck nach oben hin auf und ich bin halt 10 Punkte von meinem Break-Even entfernt, kann ich immer noch rausgehen mit minus 10 Punkten und nicht mit minus 30, minus 40, wie jetzt hier der Fall ist. Okay, so, ich gucke mal kurz in die Fragen. Genau, da kommt die Frage, funktioniert aber nur bei Minis oder das Konto groß genug ist. Ja klar, hier in dem Fall ne, funktioniert es mit Mini-Kontrakten, ne, die ja bei FX Flat auf jeden Fall handelbar sind, sowohl im DAX als auch im DAO. Ich glaube, der Nasdaq geht nicht, Nelson. Ich glaube, der hat keine Minis, kann das sein? Ist richtig, ja. Ja, DAO und genau. DAX. DAO und DAX, genau. Und in den Forex-Märkten ja sowieso, Euro und alle anderen Forex-Märkte, da kann man das ja sogar noch kleiner, noch feiner stückeln. So, gut. Gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt hier gezeigt, wie man sich in dem Verlust sozusagen oder beziehungsweise wenn der Kurs gegen einen läuft, in die Position reinrödeln kann, in die Position einskalieren kann. Das Ganze kann ich natürlich auch im umgekehrten Weg machen. Ne, ich gehe jetzt hier long in den Markt, hier an dieser Position rein, weil ich denke, dass der Kurs steigen wird. So, habe ich recht gehabt, dann werden ja hier unten meine Limit Orders gar nicht gegriffen und der Markt zieht direkt hoch. Dann kann ich natürlich mich auch im Gewinn einskalieren lassen, beziehungsweise oberhalb des Kurses hier ebenfalls ein Grid legen. Und entsprechend, wenn der Kurs jetzt hier hochläuft, werde ich entsprechend oder werden Teilpositionen immer wieder hinzugegeben. Das Ganze nennt man auch Aufstocken im Gewinn, pyramidisieren, weil sich quasi hier unten in dem Bereich dann irgendwie immer eine größere Position aufbaut und ich die Position nach oben hin immer letztendlich vergrößere. Ich nenne das auch das Anti-Martingale-System, weil im Gewinn Positionen hinzugeben ist natürlich einfacher, als wenn der Kurs ne, gegen einen läuft und immer weiter runterläuft und man die Verlustposition immer weiter ausbaut. Und wenn man sich halt im Gewinn einskalieren lässt, dann ist das halt eine viel komfortablere Situation, weil man den Verlust in dem Moment nicht vergrößert, wenn man entsprechend den Stop nachzieht. So, neben dem Einskalieren im Gewinn kann ich natürlich auch genau den umgekehrten Fall machen. Ich kann mich auch im Verlust ausskalieren lassen, beziehungsweise Teilauflösungen vornehmen, indem ich auch ein Grid lege, so wie hier. Schauen wir uns aber erstmal die rechte Seite an. Ich bin hier mit, das ist der Euro mit 0,1 im Markt und entsprechend, wenn der Kurs hier runterläuft, gebe ich noch eine zweite Position hier rein und eine dritte hier. So, mein Stop-Loss ist auf 27 Punkte gesetzt und zwar genau unter das Tief hier. Und wenn der Kurs gegen mich läuft, also wenn hier runterlaufen soll, der Trade nicht aufgeht, habe ich einen Verlust von knapp 55 Euro. So, wenn ich jetzt das Ganze so mache, dass ich mich auch im Verlust ausskalieren lasse mit Teilorders, mit einem Grid, dann entsprechend habe ich hier wieder meine erste Order, zweite Order, dritte Order und hier habe ich Sell Stops. Das heißt, ich gebe jetzt hier 0,1 wieder raus, hier 0,1 wieder raus und entsprechend letzte Position würde hier rausgehen, dann wäre der Trade geschlossen. Und in dem Fall habe ich wieder 55 Euro Verlust ungefähr, aber ich habe eine Punktespanne von 37 Punkten abgearbeitet bzw. abgedeckt. Das heißt, der Bereich hier, wo der Kurs drehen kann, der Spielraum, habe ich wieder vergrößert und entsprechend kann ich auch ja,
überlegen, wenn der Kurs jetzt hier runterläuft und zum Beispiel ein Phishing betreibt oder ne, unter dieses Tief hier, ich muss mal diese ganze Zeichnung wegmachen, kann man gar nicht sehen. So, machen wir das hier mal alles weg wieder. Und also mal kurz unter dieses Tief hier spiked und dann doch wieder hochläuft, bin ich zumindest noch mit einer Teilposition dabei und kann mir dann wiederum überlegen, okay, kommt der Druck nach oben auf, dann kann ich hier wieder Stop-Orders, ne, Buy-Stops quasi in den Markt legen und mich dann an dieser Aufwärtsbewegung wieder beteiligen und entsprechend den Weg quasi hier nach oben mitnehmen. Der Vorteil ist also, wenn ich mich quasi auch im Verlust langsam aus dem Trade nehmen lasse, dass ich nicht mehr wie hier jetzt auf der rechten Seite zu sehen mit der vollen Positionsgröße ausgestoppt werde, sondern entsprechend nur teilweise ausgestoppt werde und entsprechend, wenn der Kurs dann doch wieder drehen sollte, hochlaufen sollte, dass ich dann trotzdem mit einer Teilposition dabei bin und immer noch überlegen kann, ob ich oben wieder aufstocke oder nicht. Auf meiner Seite gibt es übrigens ein Vergleichsvideo, wo ich entsprechend mal eine Trade-Aufzeichnung gemacht habe, wo ich einmal normal getradet habe und einmal mit einem Stop-Grid, also mich teilweise aus dem Trade genommen lassen habe. Also was ist denn das für ein Deutsch? Also ich wurde teilweise aus dem Trade genommen mit einem Stop-Grid und entsprechend habe ich dort ein Vergleichsvideo gemacht und könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, was dabei herausgekommen ist. Gut. So, da gibt es halt eine Frage, kann ich beim Pyramidisieren dann den Stop auch automatisch nachziehen lassen, dass ich nicht in den Verlust gerade? Muss ich nochmal lesen. Kann ich beim Pyramidisieren den Stop nicht in den Verlust gerade? Also den Stop kannst du ja, es gibt ja verschiedene Methoden im Zero Trader, wie man den Stop nachziehen kann, aber es gibt auch im nächsten Teil, wo ich Goals ein bisschen erkläre, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, wie man Stops setzen kann, wie man Stop Grids setzen kann, wie man das Ganze nachtrailen lassen kann und so weiter. Da werde ich dann im nächsten Teil mal genauer drauf eingehen und euch zeigen, wie das mit Hilfe von dem Add-on, was ich geschrieben habe mit Ghost, automatisiert und viel komfortabler möglich ist. Gut. Soweit zur Theorie. Gibt es denn da jetzt zu der Theorie erstmal oder zu den Vorteilen der strategischen Tradings noch irgendwelche Fragen? Ansonsten würde ich mal einen kleinen Exkurs zur ATR machen, bevor ich mal in den Chart gehe und die strategische Order des Stereo-Traders ein bisschen erkläre und beleuchte und wie man das Ganze, was ich jetzt theoretisch erklärt habe, umsetze. Gut, dann kommen wir zur ATR. ATR ist im strategischen Trading besonders wichtig, weil es für die Abstände zwischen den Orders, für Stop-Loss, für Take-Profit und so weiter ein sehr wichtiger Faktor ist. Und vielleicht weiß nicht jeder, was die ATR überhaupt bedeutet und was die ATR ist. Von daher gibt es noch einen kleinen Exkurs zur ATR. Und zwar die ATR gibt die durchschnittliche Handelsspanne an. Eine ATR ist immer einer Nummer nachgestellt oder eine Nummer ist hinter der ATR, wenn man sagt ATR und dann plus Nummer wird sie immer angegeben. Was heißt das genau? ATR 15 zum Beispiel oder hier ATR 14, das bedeutet, das ist die durchschnittliche Handelsspanne der letzten 14 bzw. hier 15 Perioden. Das heißt, wenn ich jetzt diese Kerze nehme, dann sagt mir die ATR 14, in dem Fall 24 Punkte, dass die momentane ja, Laufweite, nenne ich es jetzt mal, so einer Kerze ungefähr 24 Punkte beträgt. Also von hier bis hier ungefähr 24 Punkte im Durchschnitt. Weil es wird hier aus den letzten 14 Kerzen quasi berechnet.
Neben der ATR gibt es noch die AR. Die AR ist die Average Range. Mit der berechnet man quasi, und die berechnet nur die Hochs und Tiefs der verschiedenen Kerzen, addiert die zusammen, teilt die durch 14 und das ist dann die Average Range. Die ATR, die Average True Range, wird ein bisschen anders berechnet, noch ein bisschen, werden noch ein paar Faktoren mehr mit einbezogen. Und von daher ist die ATR etwas verlässlicher als die AR. So, je höher die Zeiteinheit, desto höher ist auch die ATR. Ist ja ganz logisch, wenn ich jetzt in der Stunde unterwegs bin, dann ist sie höher, weil eine Stundenkerze in der Regel eine größere Ausdehnung hat als jetzt eine Minutenkerze. Und wie schon gesagt, es ist wichtig im strategischen Trading für die Gridabstände und für das Risikomanagement, also wo werden meine Stops hingesetzt, wo werden meine Take-Profits hingesetzt oder auch mein Trailing beginnen. Das kann man alles anhand der ATR berechnen oder berechnen lassen. So eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ja, welche ATR benutze ich denn oder welcher ATR-Wert benutze ich denn? Also nehme ich jetzt ATR 14, ATR 20 und das Problem ist, da gibt es keine einheitliche Antwort für, weil es hängt immer von der Strategie ab, die man nutzt und auch auf welchem Zeithorizont man unterwegs ist. Also bin ich jetzt im kurzen Scalping unterwegs und in der Minute zum Beispiel, dann interessiert mich vielleicht nur die durchschnittliche Range der letzten 5-Minuten-Kerzen. Also der letzten 5 1-Minute-Kerzen. Deshalb ist da vielleicht je nach Strategie eine ATR 5 sinnvoll. Bin ich jetzt jedoch im Swing Trading unterwegs auf Stunden- oder Tageskerzen, dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, dass man sich irgendwie eine ATR 20 bis 30 anschaut. So, ich gucke nochmal kurz in die Fragen. Wann nutzt du genau die strategische Order? Wenn ich einen konkreten Widerstand und Schützung habe, ist das ja mein genauer Punkt. Ist das dann der Mittelpunkt für die strategische Order? Naja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich gehe nochmal kurz hier ein bisschen zurück. Also wenn ich jetzt dieses Beispiel nochmal nehme. Machen wir das hier nochmal alles weg. Also ich nutze sie zum Beispiel in Märkten, wo sich nicht so ganz klar ist, wohin der Markt sich jetzt bewegt, beziehungsweise man keine genauen Triggermarken oder Linien oder ähnliches hat. Also wenn ich einen Bereich habe, weil ich denke, okay, hier unten sind Widerstände, hier so in dem Bereich. Ne? Ich weiß aber nicht genau, läuft der jetzt dieses Tief an, ne? Oder läuft er sogar dieses Tief an? Ne? Oder hier dieses Hoch. Das ist, wenn das nicht so ganz klar ist, dann macht es halt Sinn, dass man sich so einskalieren lässt, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass dann irgendwo in diesem Bereich hier, dass dort eine Reaktion erfolgt, das macht ja schon Sinn. Habe ich jetzt ein ganz klares Ziel vor Augen oder eine ganz klare Strategie, indem ich sage, okay, wenn der Kurs jetzt meinetwegen jetzt hier auf dieses Hoch mal aufsetzt, ne, dann weiß ich, okay, dann brauche ich keine strategische Order in dem Moment, dann kann ich auch mit einer Einzelorder arbeiten. Dann ist aber auch mein Fokus, dass ich sage, okay, wenn, dann muss genau hier an diesem Punkt eine Reaktion erfolgen und mein Stop-Loss ist irgendwie 10 Punkte hier. Und wenn der Kurs quasi hier drauf trifft, dann muss er auch sofort reagieren, wenn das so meine Strategie ist. Aber wenn ich quasi einen größeren Bereich abdecken will und vielleicht auch auf etwas größeren Zeiteinheiten unterwegs bin, und diese Rauschen quasi, was jetzt hier passiert, einfangen will, dann macht es Sinn, dass ich einfach so ein Order Grid in den Markt lege, so eine strategische Order starte und dort quasi meine Orders verteile. Und ein weiterer Punkt, da komme ich aber gleich auch nochmal drauf zu, wenn ich strategische Order nochmal ein bisschen näher beleuchte. Wenn man halt nicht nur Trends, sondern auch Tendenzen handeln will, ne, dann kommt die strategische Order und gerade auch das strategische Order Trading mit dem Cluster Trading zum Einsatz, beziehungsweise in den Phasen nutze ich das dann auch. So.
Ja, ich glaube, mit der ATR waren wir soweit auch durch. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zur strategischen Order über, beziehungsweise wie man überhaupt mit dem Stereo-Trader strategisch oder am besten strategisch handeln und traden kann. So, dann muss ich jetzt hier mal wieder den Bildschirm wechseln. So, natürlich sieht man jetzt, da ist er. Und zwar, um mit dem strategischen Order Panel zu arbeiten, muss man zuerst einmal in die Einstellung gehen und entsprechend hier unter Layout kann man dann sagen, bei mir ist es jetzt auf Englisch, Advanced Strategic Order. Im Deutschen heißt es, glaube ich, erweiterte strategische Order einschalten. Dann bekommt man dieses Panel hier eingeblendet mit den kompletten Einstellungsmöglichkeiten. Ansonsten ist das Panel etwas reduziert und es sind, glaube ich, nur hier die Presets verfügbar und ich glaube auch noch das Cluster Trading. So, aber wenn man das komplette strategische Order Panel sehen möchte, so wie ich das jetzt hier habe, muss man hier einmal diese Option einschalten und dann auf Apply drücken und entsprechend wird mir das dann so angezeigt. So, das Ganze kann ich auch aus dem Panel sozusagen herausziehen und frei im Chart positionieren. Und dann kann ich dort meine Einstellung vornehmen und entsprechend, wenn ich die Einstellung quasi vorgenommen habe, kann ich das auch minimieren und irgendwie zur Seite schieben. So mache ich das auf jeden Fall. Gut. Als erstes kommen wir mal zu diesen Einstellungen, zu diesen Presets, die wir hier oben sehen. Und zwar, der Stereo-Trader kommt mit einer ganzen Reihe von Presets, die man entsprechend hier auswählen kann. Und je nach Preset werden halt hier die Einstellungen der strategischen Order geändert, eingestellt. Und da sind auf jeden Fall von Haus aus schon jede Menge Orders, jede Menge Presets, besser gesagt, dabei. Ich kann auch meine eigenen Presets erstellen, die vorhandenen modifizieren, ändern, löschen. Dafür gibt es ein Programm, ein Tool, was ich entwickelt habe. Das gibt es auf meiner Seite unter daytradertools.de. Das ist auch kostenfrei. Damit kann man selbst hier diese Presets anlegen und wie gesagt modifizieren, ändern und was auch immer. So, nehmen wir mal 5x ATR, genau. So, als erstes haben wir hier die Option ATR-Mode und da kann ich auswählen zwischen None und verschiedenen ATRs sozusagen. Wenn ich auf None stelle, dann heißt das, dass hier die Distanz, die ich hier einstellen kann, nicht anhand der ATR gemessen wird, sondern anhand von Punkten. Also wenn ich jetzt hier 10 eingebe und entsprechend eine strategische Order starte, dann werden entsprechend meine Orders in einem Abstand von 10 Punkten in den Markt gelegt. Also wie man sieht, 961, 51, 41 und so weiter. So, wenn ich jetzt das Ganze auf meinetwegen ATR 14 stelle, Moment, so, auf ATR 14 stelle, dann ändert sich dieses Distanzfeld oder die Funktion dieses Distanzfeldes insofern, dass wenn ich hier 1 eintrage, dann heißt das, es wird für die Abstandsberechnung, für die Distanzberechnung die ATR 14 genommen. Also in dem Fall, wenn ich jetzt von dem Fall von eben ausgehe, 24 Punkte, dann entsprechend heißt das, dass hier bei der ATR oder bei der Distanz 1.0 die einfacher ATR genommen wird. Ich kann das Ganze aber auch sagen, 1,5, dann wird die 1,5-fache ATR genommen oder entsprechend bei 2 die zweifache ATR. Also wenn ich jetzt hier long gehe, dann sieht man, der Abstand ist relativ groß. Ich bin jetzt hier auch im 15-Minuten-Chart unterwegs. Das ist die zweifache ATR momentan, der momentan
15 Minuten Kerzen. Und wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel 0,5-fache, also die halbe ATR, dann nochmal auf Long gehe, dann sieht man, der Abstand ist entsprechend kleiner. So, ich habe Progressionslimits und Progressionstop. Machen wir das mal wie folgt und geben hier 10 Limit Orders ein und 10 Stop Orders. Und ich sage jetzt hier 1,5 und hier auch 1,5. So, und mache jetzt noch mal eine Position auf. Da sieht man, dass die Positionsgröße nach unten bzw. nach oben bei den Stop Orders immer größer wird. Und zwar, weil ich eine Progression festgelegt habe. Das heißt, wir fangen hier bei 0,1 an und die letzte, die zehnte Order ist schon bei 3,8 Kontrakten. Das heißt, je nach Position, also je weiter der Kurs jetzt in dem Fall hier nach unten laufen würde, würde die Positionsgröße immer größer werden und entsprechend umgekehrt nach oben würde die Positionsgröße auch immer größer werden. Also ich hatte ja eben gesagt, immer näher am Break-Even traden, wenn man oder man tradet immer näher am Break-Even, wenn man mit Grids arbeitet, und das ist auch im Prinzip so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier runterläuft, wird ja meine Positionsgröße entsprechend immer größer, weil hier meine Limits eingesammelt werden, und dadurch, dass eine Progression drin ist, wird halt versucht, den Break-Even immer weiter nach unten zu ziehen. Muss man ein bisschen aufpassen, weil das natürlich, darf man nicht übertreiben, da kommt man schnell in so ein Martingale-System rein, dass die Positionsgrößen immer größer werden und dann läuft der Kurs doch hier runter und ich fliege jetzt hier unten irgendwo raus und mit einer ziemlich dicken Position. Also das muss man ein bisschen im Auge behalten, darf man jetzt nicht übertreiben mit der Progression oder mit der Anzahl der Orders auch, weil das dann schnell in so ein Martingale-System abtauchen kann, in so ein Martingale-System man da reinrutschen kann und am Ende ist man mit einer viel zu großen Position im Markt und wird mit einer viel zu großen Position letztendlich ausgestoppt. So, ich habe hier Quantity, damit lege ich die Anzahl der Orders fest. Also wenn ich jetzt hier sage 10, wie zum Beispiel hier, oder ich kann auch nur sagen eine. Und dann machen wir hier mal 5 Limits und 0 Stops. Dann entsprechend werden mir nur Limit Orders in den Markt gelegt. Umgekehrt natürlich dasselbe. Ich kann sagen, ich möchte nur Stop Orders haben. 5 Stop Orders und keine Limits. Dann entsprechend werden mir nur 5 Stop Orders in den Markt gelegt. So, SLRL, das heißt relativer Stop-Loss. Gehen wir hier nochmal auf None zurück und stellen hier nochmal 10 Punkte ein. Setze das mal wieder auf keine Progression und sage, ich möchte gerne nicht zwei Stops, sondern zwei Limits haben. So, Stop soll ich natürlich einschalten und sage jetzt, setze den SL mal auf 3.0 und gehe jetzt long in den Markt. Moment, das machen wir nochmal anders. Und zwar machen wir direkt eine Order auf Market, wenn wir in den Markt gehen. So. Wie man sieht, sieht man jetzt Folgendes. Ich habe zwei Limits im Markt. Hier, ich halte das mal kurz an, dann kann man das besser sehen. Ich habe jetzt hier zwei Limits im Markt mit einem Abstand von 10 Punkten. Habe hier meinen Stop-Loss liegen, der 50 Punkte beträgt. So, wie kommt man jetzt auf die 50 Punkte? Und zwar, ich habe jetzt hier eine Distanz von 10 Punkten festgelegt und diese 3, das ist Faktor 3, bezieht sich auf die letzte Order in meinem Order Grid. So. Und 3 mal 10 sind entsprechend 30 Punkte. Also wird
der Stop-Loss 30 Punkte unterhalb meiner letzten Order positioniert. Und entsprechend, ich habe ja hier zwei Orders liegen, also die erste hier, ne, und dann noch eine, sondern heißt nochmal plus 20 Punkte, dann kommen wir auf die 50 Punkte Stop-Loss. So berechnet sich entsprechend der Stop-Loss anhand der Relation sozusagen. Also 3.0 heißt eine Dreifache von meiner Distanz hier. Und ähnliches gilt dann auch für den Trail-Beginn und für die Trail-Distanz. Die kann ich mir dann auch entsprechend ausrechnen und festlegen anhand meiner Punktespanne, die ich hier oben festlege, beziehungsweise anhand meiner ATR, wenn ich jetzt hier ATR auswähle und entsprechend dann hier meine Werte eingebe, dann bezieht sich das auf die ATR und nicht mehr auf die Punkte, die ich hier eingegeben habe. So, da fällt mir noch was ein, und zwar zum ATR-Mode, was ich gerade noch gesehen habe. Es gibt ja neben dem normalen ATR-Modi wie 14, 20, 30 und so weiter noch die ATR-Modi 10D, 14D, 20D. Was heißt jetzt dieses D genau? Und zwar in diesem Fall unterscheidet der Serie Trader zwischen Long und Short. Das heißt, es ist oft so und in der Regel so, dass die Short-Kerzen, die bärischen Kerzen, länger sind als die bullischen Kerzen. Und wenn man jetzt zum Beispiel 10D auswählt und jetzt sagt, ich gehe jetzt Long in den Markt, entsprechend werden dann für die ATR-Berechnung nur die Long-Kerzen berechnet. So, umgekehrter Fall, gehe ich jetzt Short im Markt entsprechend dazu. Ich gehe jetzt Short in den Markt, dann wird für die ATR-Berechnung nur, werden nur die Short-Kerzen berechnet. So, was heißt jetzt Size Long X oder Size Short X? So, das mal zu. Und zwar, wenn ich jetzt machen wir hier mal 2 und das lassen wir auf 1. So. Gehen wir hier nochmal auf 5 und sagen keine Market und gehen jetzt Short. So. Wie man jetzt hier sieht, ich habe jetzt hier eine Positionsgröße von 10 Punkten oder eine Kontraktgröße von 10 Kontrakten eingegeben hier oben. Und gehe mit 5 Limit Orders oder möchte gerne mit 5 Limit Orders eine strategische Order legen. Entsprechend werden mir meine 5 Orders oder diese 10 Kontrakte werden durch 5 Orders geteilt, macht entsprechend 2,5 Kontrakte pro Order. So, machen wir das mal wieder zu und jetzt gehe ich mal long in den Markt. Was man jetzt sieht, jetzt sind die Ordergrößen oder die Positionsgrößen größer. Jetzt habe ich hier 5 Kontrakte und so weiter, weil ich jetzt hier bei Long einen Faktor von 2 eingegeben habe. Das heißt, meine Positionsgröße, die ich hier oben eingetragen habe, von 10 wird multipliziert mit 2 und entsprechend auf meine 5 Orders, die ich hier in den Limits festgelegt habe, aufgeteilt. Entsprechend gehe ich mit der doppelten Positionsgröße pro Order in den Markt oder legt mir die in den Markt. Okay, so, dann haben wir Order-Attribute. Cancel Siblings, Cancel Other and Reverse, das sind im Prinzip dieselben Order-Attribute, die man hier auch bei den neuen Orders festlegen kann. Die kann man hier auch in der strategischen Order festlegen und entsprechend verhalten sich die Orders, die ich jetzt hier mit der strategischen Order in den Markt lege, entsprechend genauso wie jetzt hier. So, als letztes gibt es dann noch die Initialorder. Da habe ich die Möglichkeit, None einzugeben. Das heißt, sobald ich hier auf Long oder Short klicke, wird mir keine Order in den Markt gelegt als erstes, sondern nur meine Limits und nur meine Stops. Ich kann das Ganze aber auch sagen, okay, ich möchte sofort Market gehen, das heißt, meine erste Order soll Market gehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal das Ganze zumache und entsprechend jetzt auf Long klicke, dann wird mir direkt Market eine Order in den Markt gelegt plus meine 5 Limits, die ich hier definiert habe.
So. Ich kann aber auch sagen, ich möchte gerne eine MTO-Order eröffnen, sobald ich hier auf Long oder Short klicke. Das heißt, MTO Market Trail Order, das heißt, es wird eine Order dem Markt hinterher getrailt. Dann kann ich noch sagen, die Distanz, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage 10 Punkte und gehe jetzt auf Long, dann entsprechend wird nichts getrailt. Zumindest sehe ich gerade keine. Die ist da oben. Ach so, okay, das hat, ja, okay, ich weiß weshalb. Das liegt am ATR-Mode, deshalb wird die da oben irgendwo positioniert, weil das natürlich die zehnfache ATR ist. Das heißt, das ist natürlich nicht gewünscht. Machen wir das Ganze nochmal weg. Und wenn ich jetzt sage Punkte, 10 Punkte, dann auf Long. So, dann sieht man, wird eine Order quasi im Abstand von 10 Punkten dem Markt hinterhergetrailt. So, als letztes haben wir noch die Chain Limits oder Orders verknüpfen. Was heißt das genau? Das heißt, dass wenn der Kurs jetzt hier runterläuft, entsprechend sind die Orders miteinander verknüpft. Ich halte es mal kurz an. Also die Orders hier sind miteinander verknüpft und sollte der Kurs jetzt hier schlagartig nach unten gehen, dann werden nicht auf einmal alle vier, fünf Orders gefüllt, die jetzt hier im Markt liegen, sondern entsprechend die erste wird aufgrund von der LPO-Einstellung, die ich frei wählen kann, mit nach unten gezogen und genauso werden auch die anderen Orders nach unten geschoben. Das heißt, dass der Kurs hier runterfällt und ich komplett jetzt hier mit meinen fünf Orders auf einmal im Markt bin, das kann eigentlich durch dieses Chain Limits oder dieses Order Verknüpfen gar nicht passieren. So, machen wir das mal weg und versuchen mal Short aufzumachen und gucken mal, ob das jetzt eine Order greift und ob man das vielleicht sehen kann, wie die Orders entsprechend nach oben geschoben werden. In der Zeit gucke ich mal in die Fragen. So, kann ich auch eine negative Progression machen? Also genau. Ich kann natürlich hier auch eine Progression von unter 0 eingeben, also irgendwie 0,8 zum Beispiel. Dann entsprechend kann ich auch die Ordergröße verringern. Also kommt das mal zu und sagen jetzt bei meinen Stop-Orders zum Beispiel 0,5, hier 1. 10. So, 0,5 war jetzt ein bisschen wenig, wie man jetzt hier sieht, aber im Prinzip ist das genau die Funktion. Das heißt, ich kann meine Ordergröße, meine Positionsgröße verringern, wenn ich hier eine Progression von unter 1 eingebe. Das heißt, nach oben hin werden die Orders immer geringer, immer kleiner. Weil jetzt hier mit 0,5 ein bisschen wenig, deshalb habe ich jetzt hier Orders drin mit 0,0. Aber entsprechend, wenn ich jetzt hier 0,8 zum Beispiel eintragen würde oder so, dann würde sich die Verteilung entsprechend ändern und ich wäre jetzt hier oben, würde ich vielleicht dann noch 0,1 haben und entsprechend hier unten die dickste Position. So. Die Frage von Wladimir verstehe ich nicht ganz. 2 mal 2,5 gleich 12,5, nicht 10. Weiß ich nicht genau, was er damit meint. Wahrscheinlich irgendwie mit dem Punkteabstand, den ich hier irgendwie eben hatte. Vielleicht nochmal präzisieren.
Gut, so. Gehen wir mal weiter. Machen wir das Ganze mal zu. Und kommen jetzt hier zu den Knöpfen Hold. Heißt im Deutschen halten. Und was macht das genau? Und zwar, wenn ich halten aktiviere, zum Beispiel Long, dann wird mir immer wieder eine neue strategische Order aufgelegt. Wenn ich zum Beispiel in den Take Profit gelaufen bin, wenn der Trail erreicht worden ist oder entsprechend auch, wenn ich ausgestoppt worden bin. Und zwar in dem Fall jetzt mit Beginn der nächsten 15-Minuten-Kerze würde mir sofort eine neue strategische Order nach meinen Einstellungen, die ich hier festgelegt habe, in den Markt gelegt werden. Oder ich kann auch festlegen, dass jede Sekunde sozusagen eine Order in den Markt gelegt wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Schaltfläche M15 auf Sekunde schalte, entsprechend wird mir dann sofort eine Order in den Markt gelegt. So, und wenn ich das jetzt irgendwie zumache, dann dauert es wieder eine Sekunde und es wird mir eine neue strategische Order in den Markt gelegt. Und so kann ich entsprechend mir Strategien auch zusammenbauen und automatisiert und auch teilautomatisiert entsprechend Grid Trading oder strategisches Trading betreiben. So, das Ganze funktioniert natürlich auch auf der Short-Seite. Das heißt, wenn ich jetzt die Orders hier wegmache und entsprechend hier auf Short halten klicke, dann entsprechend funktioniert das auch auf der Short-Seite. So, man kann sogar beides aktivieren, macht in der Regel oder zumindest hier in dem Future-Mode wenig Sinn, weil die miteinander verrechnet werden die ganze Zeit und im Prinzip ist das dann so ein Ping-Pong-System, wo sich die Orders gegenseitig ausstoppen. Aber es gibt natürlich auch Strategien. Ich weiß, dass der Frank eine Strategie, also der Frank Eschmann eine Strategie an der Hand hat, wo er Long und Hold, also Long Hold und Short Hold gleichzeitig aktiviert und entsprechend das auch mit Absicht gegeneinander verrechnen lässt. Also ne, es gibt Strategien, wo das Sinn macht, aber ich sage mal, in 90% der Fälle macht es keinen Sinn, dass man, wenn man im Future Mode unterwegs ist, also hier im Stereo Future Mode, dass man Hold, Long und Short also Hold für Long und Short gleichzeitig aktiviert. So. Gucken wir mal noch die Fragen an. Ach so. Ja, das, was der Wladimir jetzt meint, ist. Das hatte ich mich eben schon mal kurz drauf eingegangen und zwar, aber ich wurde vielleicht nicht ganz klar. Und zwar, ich setze das wieder auf 1. Ich habe jetzt hier eine Kontraktgröße von 10 eingestellt. So, und gehe ich jetzt mit, sage jetzt, ich möchte 5 Limits in den Markt legen, gehe jetzt hier auf Long entsprechend. Achso, ich muss natürlich jetzt hier das auch wieder auf 1 stellen. So, und stelle das mal 20 Punkte. Gehe jetzt long in den Markt. Werden mir entsprechend 5 Orders in den Markt gelegt mit jeweils 2,5. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. So, macht entsprechend 12,5. So. Machen wir das mal wieder weg. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte noch eine Market Order in den Markt legen, wird entsprechend die Positionsgröße aufgrund der Market Order aufgeteilt. Also das heißt, die haben jetzt 6 Orders sozusagen im Markt und entsprechend wird meine Positionsgröße aufgeteilt auf 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Das heißt, die Positionsgröße, die ich hier oben einstelle, bezieht sich dann auch entsprechend auf die Limits, die ich hier festlege und auch auf die, ja, die Initialorder, die ich hier festlegen kann. So, der Daniel schreibt noch insgesamt 12,5, sollten aber 10 sein, also Limits insgesamt 12,5. Um
Muss ich mal kurz mal nachdenken. Ach so, ja, der Andreas schreibt gerade das mit der Size. Ja, in der Tat ist das so, dass manchmal diese Größenberechnung, ich glaube, das hat auch mit dieser Initialorder hier wieder zu tun, dass die manchmal um eine Position höher ist. Da hat der Andreas recht, hat der Wladimir recht. Das hat mit der Initialorder und MTO oder NaN zu tun. Das kann manchmal sein, da ist die Positionsberechnung nicht ganz stimmig, da ist dann eine Position zu viel drin, beziehungsweise die Positionsgröße ist eine Position zu viel. Ich gehe mal fest davon aus, dass es auch in der nächsten Stereo-Trader-Version behoben ist, beziehungsweise dass das da nicht mehr auftauchen wird. Genau, vom Lars kommt auch die Frage, was der Unterschied zwischen ATR3, ATR2, also er meint jetzt diese Presets hier. Genau, also ATR2 kann man ja sehen, die Distanz ist hier 0,5, bei ATR3 ist quasi die 0, die Distanz 0,3. Entsprechend wird die ATR, also die Distanz verkleinert. Das ist die ATR durch 3 sozusagen bei dem Preset und ATR durch 2 ist quasi die halbe ATR gemeint. So, so eine Stunde geht ja auch schnell um, Mensch. Ich wollte eigentlich das ganze Thema Cluster Trading noch ein bisschen beleuchten, dann drücke ich jetzt noch so ein bisschen auf die Tube. Also kein Stress von meiner Seite, ne? Wir machen jetzt nicht um 19 Uhr das Licht aus. Achso, ich dachte, ich werde jetzt hier rausgekegelt um 19 Uhr. Nein, nein. Also mach ruhig, wie du möchtest. Okay. Gut, genau. Und zwar Cluster Trading. Machen wir das mal zu. Timo, was vielleicht noch, bevor du jetzt mit dem neuen Thema anfängst, hier war noch ein Hinweis von Dirk zu der Thematik eben, ob eine Order zu viel oder nicht. Dirk schrieb, die initiale Order wird nicht mitgerechnet. Die initiale Order wird nicht mitgerechnet. Muss ich kurz drüber nachdenken? Ja, aber das Ding ist jetzt, also ich meine, ich habe jetzt, ja, ach so, okay, jetzt weiß ich, was er meint. Ja. Aber okay, aber das Ding ist ja in dem Moment, ich habe ja jetzt hier 10 Kontrakte. In der Regel müsste ich doch jetzt bei 5 Orders hier jeweils 2,0 Kontrakte pro Order haben, damit ich auf meine 10 Orders komme. Also ein Kontrakt ist hier zu viel sozusagen oder eine Order ist zu viel. Ich habe 5 Orders und komme jetzt auf 12,5, aber eigentlich müssten es doch 10 sein. Und wenn ich jetzt Market gehe, also meine Initialorder Market nehme, dann passt das hier unten wieder mit den 5 Limits sozusagen. Also das stimmt, also die Market Order oder die Initialorder wird nicht mitgerechnet. Das ist richtig, das sehe ich auch so. Aber entsprechend, ne, meine 5 Limits, die ich jetzt hier unten gelegt habe, die entsprechen ja jetzt 2 Kontrakte pro Order. Also komme ich auf meine 10 Kontrakte, die ich hier oben festgelegt habe. Aber ich glaube, was der Wladimir eben meinte, war der Punkt, dass wenn ich jetzt hier keine Order eingebe, also keine Initialorder und dann long gehe, dass dann sozusagen 2,5 Kontrakte zu viel im Markt liegen. So hatte ich den Wladimir eben verstanden.
Okay. So, viele Kommentare gerade. Ich lese gerade und versuche das alles einzuordnen. Vier plus eins Orders bezieht sich nur aufs Grid bzw. nicht auf die Limits, schreibt der Dirk. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit, wenn wir das jetzt hier näher ausführen. Ich glaube, da muss man vielleicht noch mal irgendwie. Also jetzt schreibt er nicht auf die Initiale, sorry. Okay. Stellen wir das mal erstmal hinten an, würde ich sagen. Übrigens ist Dirk auch mit Dirk drin. Heute Abend habt ihr euch über, oder heute Morgen habt ihr mich gerügt, weil ich mit Timo drin stand und jetzt steht der Dirk auch mit Dirk Touché. drin. Okay. Dirk schreibt auf jeden Fall, it's a feature, not a bug. Das heißt, es ist so gewollt, dass da eine Order sozusagen mehr drin ist. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Dann kommen wir zum Cluster Trading. Und zwar, was ist jetzt genau das Cluster Trading, beziehungsweise was kann ich mit dem Cluster Trading machen? Mit dem Cluster Trading kann ich mir Bereiche einzeichnen in den Chart, wo die strategische Order gestartet oder gestoppt werden soll. Also zum Beispiel kann ich mir jetzt hier ein Rechteck in den Markt legen, indem ich jetzt hier unten auf diese Schaltfläche, wo das Rechteck ist, klicke. Und es ist immer so ein bisschen schwer zu sehen, aber in der Mitte gibt es so einen ganz kleinen Punkt. Da kann ich das Rechteck anfassen und entsprechend sagen, zum Beispiel, hier ist meine Supportzone und wenn der Markt jetzt hier reinläuft, dann möchte ich gerne, dass eine strategische Order in Long-Richtung aufgemacht wird. Dann sage ich hier Long und klicke auf diesen kleinen Pfeil. Dann wird das Ganze auch grün. Und entsprechend sollte der Kurs jetzt hier reinlaufen, wird mir eine strategische Order in Long-Richtung aufgemacht, wenn ich natürlich hier das Cluster Trading auch aktiviere. So. Ziehen wir dann mal ein bisschen weiter nach oben und zwar hier hin. Und schalten hier auf Sekunde. Dann sieht man entsprechend, werden jetzt hier meine Orders in den Markt gelegt. Und das Ganze passiert so lange, solange wir uns hier in diesem grünen Rechteck befinden. So. Das Ganze kann ich natürlich auch für Short machen, indem ich sage, ich lege jetzt mein Rechteck hier oben hin und entsprechend ist das ist meine Widerstandszone und dann sage ich, ich möchte das gerne als meine Short-Zone definieren und klicke hier auf das Blitzsymbol, schalte Cluster Trading wieder ein und entsprechend wird mir hier ein Order Grid in Short-Richtung hingelegt. So. Neben den Rechtecken, die ich hier definieren kann, gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, wie ich, was ich definieren kann. Ich kann zum Beispiel horizontale Linien definieren und sagen, entsprechend, wenn der Kurs hier hinlaufen sollte, möchte ich gerne alles stoppen und sage jetzt hier Flat zum Beispiel oder sage jetzt hier Reset, dann wird alles komplett zugemacht. Oder ich sage, ich möchte gerne halten, ausschalten, indem ich sage End Short Hold und kann entsprechend mit solchen ja, Clusterlinien noch mein Trading verfeinern, meine Strategien verfeinern und das strategische Trading entsprechend weiter systematisieren. So, ich kann der Linie auch sagen, okay, das ist mein Long Trigger. Das heißt, ne, läuft der Kurs jetzt hier hin und ich gehe wieder auf Übernehmen, dann wird die Linie auch grün und entsprechend sollte der Kurs jetzt hier runterlaufen, wird mir jetzt hier, wenn der Kurs auf diese Linie trifft, eine entsprechende Order in Long Richtung aufgemacht. So. Es gibt noch horizontale Linien, die ich definieren kann. Es gibt ja so Kanäle,
die ich definieren kann. Also da kann man sehr viele Sachen mit definieren, sehr viele Sachen festlegen, wie meine strategische Order gestartet werden soll, wann sie beendet werden soll, wann sie gestartet werden soll. Also mit diesen Clusterlinien, Cluster-Symbolen oder Cluster-Rechtecken kann man sehr genau, sehr, sehr fein Sachen auswählen, definieren, wann, wie, warum irgendwelche strategische Order gestartet werden soll. So. Ich schaue mal weiter in die Kommentare. Gut. Gibt es generell zur strategischen Order, zu den strategischen Order-Einstellungen oder zum Cluster-Trading noch irgendwelche Fragen? Dann noch mal gerne in den Chat schreiben. So, Hubertus fragt noch, kann ich beim Cluster parallel Long und Short einstellen? Also am einfachsten ist natürlich, wenn man das, also Moment, also du kannst, ich verstehe die Frage, glaube ich, gar nicht so richtig. Also man kann natürlich Folgendes machen, ich kann mir mein Rechteck, weil jetzt habe ich ja so viel den Chart zugeballert. Ich kann natürlich verschiedene Zonen festlegen. Also ich kann hier meine Short-Zone, hier oben meine Short-Zone festlegen und hier unten meine Long-Zone festlegen. Das heißt, hier oben in dem Bereich werden Short-Orders oder strategische Order in Short-Richtung aufgemacht und hier unten im grünen Bereich entsprechend Orders im Long-Bereich beziehungsweise in Long-Richtung. Das ist das, was du meintest. Ah ja, genau, das meinte er. Ja, genau, das kannst du auf jeden Fall machen. So kann man sich halt ne, entsprechend Bereiche festlegen, was ja gerade im Range Trading ne, Sinn macht. Oben Short, unten Long. So kann man halt versuchen, den Markt entsprechend einzufangen. So, der Benjamin schreibt, bei der strategischen Order wird bei mir ab und zu der Take-Profit deaktiviert. Kann dies sein? Eigentlich nicht. Also, wüsste ich jetzt erstmal nicht, warum der deaktiviert werden sollte. Nö, wüsste ich jetzt so nicht. So, was gibt es noch für Fragen? So, was passiert, wenn die Linie, hier kommt noch eine Frage, was passiert, wenn die Linie zu Ende ist? Oder anders verlängert sich die Linie automatisch nach rechts, muss ich sie manuell nachziehen? Also die Linie verändert sich nicht automatisch nach rechts. Du musst sie nachziehen, definitiv. Das Ganze hat aber auch einen Vorteil, weil ich dem Ganzen so natürlich auch ein Ablaufdatum versehen kann. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ja, in der nächsten halben Stunde muss das passieren, dass jetzt der Kurs auf diese Linie zum Beispiel trifft, ne? Dann kann ich die Linie halt bis hier hinziehen und wenn der Kurs halt weiterhin nach rechts läuft und er dann runterfällt, dann wird halt die Linie sozusagen nicht mehr gegriffen und die strategische Order auch nicht mehr ausgelöst. Das kann ja gewollt sein, indem ich sage, okay, ich möchte nur, wenn er in der nächsten halben Stunde hier runterfällt, dann möchte ich die Position handeln oder die strategische Order eröffnen, ansonsten nicht. Genau. Also einfacher Trick, was man natürlich machen kann, so was ich mache, wenn ich jetzt so eine Linie, sage ich mal, verlängern will. Ne? Also ich gehe zum Beispiel in den Tageschart. Machen wir das mal ein bisschen größer. So,
nehme die Linie hier, die habe ich ja eben definiert, ziehe das Ganze mal ein bisschen nach links und ziehe die jetzt einfach sehr weit in die Zukunft. Ne? Und gehe dann wieder zurück in meinen 15-Minuten-Chart. Dann ist meine Linie entsprechend noch da. Die habe ich jetzt aber relativ weit in die Zukunft verlängert. Das heißt, sie hat jetzt irgendwie ein Ablaufdatum von mehreren Wochen oder mehreren Tagen. Aber soweit ich das gezogen habe, sind es eher mehrere Wochen. Und sie läuft dann halt entsprechend nicht ab, beziehungsweise ich muss erst ein paar Wochen wieder schauen. Aber in ein paar Wochen wird der Kurs auch ganz woanders stehen. Gut. Gut, dann Nelson, hast du noch Fragen? Von meiner Seite aus alles gut. Finde ich auch schön, dass wir das Thema jetzt auch, ich sag mal, auf Band haben, weil wir auch bei uns einige Fragen zu der Funktion kommen und können wir sehr schön entsprechend auf das Video verweisen. Okay. So, da kommt eine letzte Frage. Kann ich BE-Save nutzen? Ja, natürlich kannst du BE-Save nutzen, Robertus. Also du kannst alle Funktionen, wie jetzt hier Trail, ne, Trail Start und so weiter, BE-Save, kannst du alles natürlich weiter nutzen, wie bei einer normalen Einzelorder oder beim normalen Trading. Also ne, es kann weiterhin alles noch genauso genutzt werden. Genau, und MT4 und MT5 sind identisch, was die strategische Order angeht. Und überhaupt beim Stereo-Trader ist es ja eh so, dass es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Funktionen, die jetzt in dem MT4 nicht drin sind, die am MT5 drin sind. Also hier der Dom zum Beispiel oder im MT5 gibt es noch die Option, dass man so kleine Charts sich noch einblenden kann. Die gehen aber auch nur im MT5. Und ansonsten wäre es das, glaube ich, was so die Unterschiede sind zwischen MT4 und MT5. Gut, dann, was soll ich nicht? Dann wäre ich von meiner Seite aus so durch. Aber es geht ja noch weiter in dieser Reihe und zwar am 28.01. Und da möchte ich euch gerne zeigen, wie man das Potenzial der strategischen Order und den Funktionen noch erweitern kann. Und zwar mit dem Tool namens Ghost, das ich entwickelt habe. Und wie man dort noch weiter teilautomatisiert oder vollautomatisiert traden kann, wie man die ganzen strategischen Order-Funktionen noch weiter aufbohren kann und auch automatisiert Teilverkäufe durchführen kann. Und noch vieles mehr. Das wird auf jeden Fall dann in den nächsten beiden Webinaren folgen. Und wie gesagt, das erste ist dann am 28.01. Ghost Teil 1 und ich glaube am 2.02. dann Ghost Teil 2. Gut. Prima. Du hast alles gesagt. Ich habe alles nichts, gesagt. Ich brauche nichts hinzufügen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Teilnehmern, allen Zuschauern. Bei dir, Nelson, und ich fand es schön, dass wir so zusammengekommen sind jetzt endlich mal und dass ich das Webinar bei euch jetzt hier halten durfte. Und vielen Dank auch an die Teilnehmer, wie gesagt, und auch an Dirk. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder, spätestens am 28.01. und übergebe dir das Wort, Nelson. Super, vielen Dank. Ich habe zu danken und ich freue mich, dass wir unsere Stereo Trader Familie jetzt auch hier bei uns erweitert haben mit hier. Und super, dass wir noch weitere Termine haben mit ja, spannenden Themen, die tatsächlich auch bei uns im Support nachgefragt werden. Und die Aufzeichnung werden wir so schnell wie möglich online stellen, sodass jeder entsprechend nacharbeiten kann. Und wenn Fragen aufkommen, dann gerne sich bei uns entsprechend melden. Ich bedanke mich auch bei allen Teilnehmern selbstverständlich fürs Live dabei sein und hier auch das aktive Mitmachen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, noch eine erfolgreiche Restwoche und würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie dann am 28. hier mit Timo wieder dabei sind. Also, bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss. Ciao.